Hallo liebe Leute, hier ist mal wieder euer Hase Puppi. Ich möchte mit euch mal in das neue DLC, dieses Colorado DLC, mal hineinfahren. Von Farmington aus über Durango. Ja, Montrose, das ist allerdings mehr so im Wald oder was, keine Ahnung. Wir werden sehen, wie es dann aussieht. Und zwar habe ich einen Bagger im Schlepptau. Der Aufleger, der hier ist, den gibt es ja mittlerweile auch als zum Kaufen in dem Spiel. Und ja, gibt es auch verschiedene Ausführungen. Also ich habe jetzt mal die kürzeste Ausführung genommen, das geht auch so. Und ja, wir wollen einfach mal starten. Weit kann es ja nicht sein. So. Oh, jetzt kommen sie aber jetzt. Biege nach links ab. Machen wir glatt. So. Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Ja, hat ein bisschen länger gedauert. Seit meinem letzten Post hier, meinem letzten Video. Weil ich die ganze Zeit wieder mit diesem komischen anderen Spiel zugange war. Herr der Ringe Online. Macht immer noch Spaß. Würde ich sehr empfehlen. Muss man nicht, kann man, okay. Ja, und in der Zeit hat sich ja nichts getan. Wir haben die Covid-Krise immer noch. Mittlerweile eine zweite Welle, wie ihr mitgekriegt habt. Links halten und dann links abbiegen. Biege nach links ab. Donald Trump hat die Wahl wohl in den USA verloren, will es aber immer noch nicht wahrhaben. Da bin ich mal gespannt,
wie das alles noch geht, wie er sich verhält, wissen wir ja nicht. Wir werden es sehen. Irgendwie macht mir die ganze Situation dann noch Sorgen. Auch wenn es uns jetzt direkt jetzt hier nicht betrifft. Aber links halten und dann links abbiegen. Biege nach links ab. Was die Masken Gegner da betrifft, das macht mir dann auch irgendwo Sorgen, weil diese ganzen Demonstrationen, da frage ich mich allen Ernstes, was wollen die eigentlich? Vor allen Dingen diese Querdenken-Geschichte. Die haben ja die Organisationsstrukturen der Rechten in Anspruch genommen und wundern sich dann, dass sie von denen dann vereinnahmt werden. Aller Radikalität und ähnliches. Das gibt doch mal unheimliches Problem. Werde ich was für. So ganz glimpflich wird das auf jeden Fall nicht vonstatten gehen. Da kommt irgendwann noch mal ein dickes. Ende. Vor allen Dingen, man darf ja nicht vergessen, diese Leute, die da ohne Maske da rumrennen, auf diesen Demonstrationen, die stecken sich ja dann auch wieder Angehörige an. Oder sind garantiert auch ältere Leute. Oder mit Vorerkrankungen. Oder was weiß ich. Man weiß ja mittlerweile auch, dass jüngere Leute schwere Krankheitsverläufe bekommen können. Und es ist ein Problem. Ich meine immer, man würde sie in ihren Freiheitsrechten beeinträchtigen. Nein, das ist einfach nicht wahr. Sie können ja nach wie vor demonstrieren. Hat ja auch keiner was dagegen. Es
ist halt eben nur so, dass der Gesundheitsschutz anderen gegenüber immer noch Vorrang hat. Immer geradeaus. Ja. Das Gleiche hatten wir ja auch schon mal gehabt, zig Jahre her. Immer geradeaus. Mit der Anschnallpflicht. Am Auto. Haben auch viele Leute gesagt, warum soll ich mich anschnallen? Ja. Ne? Also, ich sag's mal so, ich trage diese Maske auch nicht gerne. Vor allen Dingen, weil ich ja nicht gerade sehr leicht bin und dann auch noch ein bisschen zu Kurzatmigkeit neige. Und dann habe ich natürlich, wie so bei da im Kaufhaus oder was, dann an der BIN, da haben wir ja doch schon mal leichte Probleme. Aber gut, ich nehme es in Kauf, weil ich schütze ja nicht mich dadurch, sondern andere. Ja, das ist das Wichtigste bei der ganzen Geschichte. Der Gesundheitsschutz. Ich trage trotz aller Rechte, die ich habe, auch Verantwortung für meine Nächsten. Der Nächste kann im Grunde mein Nachbar sein. Der Nächste kann die Oma beispielsweise an der Kasse sein, die da steht. Ja. Das kriegen die nicht in den Kopf. Ich verstehe es selber nicht. Immer geradeaus. Warum die da so denken. Ich auch manchmal, ich weiß nicht, irgendwie habe ich das Problem, dass ich mich in diese Gedankengänge dieser Leute überhaupt nicht hineinversetzen kann. Das ist so abstrus. Jeder normal und logisch denkende Mensch müsste doch von vornherein erkennen, dass das absolute Bockmist ist, was sie da erzählen. Ja, von wegen, ja, Bill Gates und Impfpflicht, nee, warte mal. Ja, müssen sie auf jeden Fall. Ich meine, es kann sich ja jeder impfen lassen, wie er will. Aber erstens mal ist der Impfstoff noch gar nicht da. Ja, und zweitens, es ist freiwillig. Es gab wohl mal in Deutschland eine Zeit. Links halten und dann links abbiegen. In der es einen Impfzwang gab. Biege nach links ab. Die gab es diese Zeit. Und die Leute wurden damals durch die Polizei abgeholt. Immer geradeaus. Das ist eben das Problem. Und im Grundgesetz steht ja auch drin, Meinungsfreiheit und so weiter ist ja alles schön und gut. Überhaupt diese ganzen Rechte gelten nur so lange, wie sie auch die Rechte anderer halt eben nicht beeinträchtigen. So. Und wenn es jetzt eine Pandemie ist beispielsweise, dann gilt halt eben das Recht halt eben
des Gesundheit, der Gesundheit und das wiegt ja wohl, denke ich mal, schwerer als dazu protestieren zu dürfen. Also, und selbst die Meinungsfreiheit an sich kann ja auch beschränkt werden durch immer geradeaus. Auch die Demonstrationsfreiheit und so weiter. Können ja auch beschränkt werden durch halt eben Gesetze, die untergeordnet sind, die halt eben das Recht anderer nämlich dann auch wieder aufwiegt. Ja. Nicht immer ich, der Esel, gehe voran. Das ist leider so. Nicht nur in Deutschland. Überall auf der Welt. Leider. Die Menschheit ist irgendwie sehr, sehr egoistisch geworden. Meine Oma hatte früher immer gesagt, erst kommt das Wir. Und dann kommt lange Zeit gar nichts. Und dann kommt irgendwann mal ich. Und sie hatte recht. Was bald bleibt. Wow. Ich weiß jetzt nicht, wo ich mich da befinde. Ihr könnt mich ja mal in die Kommentare schreiben. Hier. Ich sehe nur viel Wald. Noch mehr Wald. Ja, wir befinden uns halt eben Colorado. Die Schneeflüge im Winter. Ich glaube, die sind dafür da. Gibt es ja in den Alpen auch. Aha.
und gut. Also, wenn ihr meint, bitte Leute, tragt die Maske. Es ist wichtig. Ihr schützt ja nicht euch, sondern ihr schützt ja im Prinzip alle anderen um euch herum. Und das kann unter Umständen euer Liebster sein, euer Liebste. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Das kann euer Oma oder euer Opa sein, der dann wegen eurer Schultern vor die Hunde geht. Das sind dann Sachen, die gehen einfach nicht. Tut mir den Gefallen, dass ihr dann, ja, dass ihr zumindest so viel Verantwortung übernehmt. Ja. Das ist das. Solange es keine vernünftige Behandlung bzw. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Keinen passenden Impfstoff gibt dafür. Wird es wohl noch einige Zeit dauern und so lange müssen wir halt eben damit leben, mit dieser Krankheit und halt eben aufpassen. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Und halt eben aufpassen, dass nicht so allzu viele dann da daran erkranken. Denn es muss ja nicht sein, dass irgendwann uns Krankenhäuser sagen, sorry, tut mir leid, oder tut uns leid, wir können keinen mehr aufnehmen, wir sind überbelegt. Und dann müssen halt eben Leute, oder halt eben in diesem Fall Ärzte entscheiden, wen sie noch aufnehmen und wen nicht. Und dann tritt diese sogenannte Triage ein, die wo dann halt eben gesagt wird, ob sich noch bei den Leuten noch lohnt oder nicht. Allein aus, nicht aus wirtschaftlichen, aber einfach nur aus Gründen heraus, dass das Ganze nicht mehr handelbar ist. Ne? Muss man mal ganz klar sagen. Oh. Und das will ja, glaube ich, keiner, ne? Nur wegen dem eigenen Egoismus, dass irgendwann wirklich Leute aus der eigenen Familie dann hops gehen und man sie auch Leben lang auf dem Gewissen hat. So, das dazu. Zweite ist Trump. Trump ist ein Trampeltier, nach wie vor. Der sitzt jetzt in seinem Oval Office oder was und ist am Toben. Wie kann man behaupten, dass Briefwahlstimmen ungültig sind? Ich wage mal zu behaupten, dass nicht die Demokraten die Wahl manipuliert haben, sondern das waren die Republikaner, nämlich größtenteils selber.
Die haben nämlich durch irgendwelche juristischen Tricks, ja auch, es waren aber auch noch andere Sachen dabei, erfolgreich Leute davon abgehalten, wählen zu gehen. Leute, von denen sie wussten, dass die hauptsächlich Demokraten wählen. So. Und hinfahren. Ich weiß, was auf die durchgezogene Linie. Million Dollar Highway, ja, guck mal einer an. Ein bisschen Dschungel, aber egal, man kann doch was sehen. Boah, Leute. Million Dollar Highway. Aber ich weiß jetzt nicht, wieso die auf den Namen kamen. Keine Ahnung. Schreib's mir in die Kommentare. Vielleicht lag es daran, dass sie vielleicht so unheimlich viel Geld dafür aufgewendet haben. Oder vielleicht lag es auch einfach nur daran. Dass irgendwelche Leute. Abgestürzt sind. Massenhaft. Ich weiß nicht. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Naja, auf jeden Fall ist es so, dass die Rede von 7 Millionen Stimmen ist, die sie verhindert haben wollen. So. Und die gingen einfach mal davon aus, dass die Demokraten dann, denke ich mal, nicht genug Stimmen dann bekommen, demnächst um links abbiegen. Die Wahl zu gewinnen. Biege nach links ab. Gehe ich auch mal neu von berechnen. Aus. Oh. Habe ich mich verhauen hier? Oh ja. Ich habe mich verhauen. Rechts halten und dann bleiben Sie immer geradeaus. Immer geradeaus. Rechts halten und dann bleiben Sie immer geradeaus. Immer geradeaus.
rechts halten und dann bleiben Sie immer geradeaus. Immer geradeaus. Vielleicht kurz in Ruhezeiten. Ja, auf jeden Fall haben die, gingen die davon aus, dass die Demokraten es nicht schaffen würden. Und sind jetzt ganz erstaunt darüber, dass durch die Briefwahl doch mehr Leute die Demokraten gewählt haben. Hab ich hier keinen. Immer geradeaus. Jetzt ist es natürlich so, dass hier dass Trump ständig was von einem Betrug redet, obwohl es hier alles einen richtigen Weg gegangen ist. Da war nichts von Betrug, gehe ich mal stark von aus. Also die Beobachter der OSZE haben kein Betrug entdecken können. Und vor allen Dingen, man darf ja nicht vergessen, bei den Auszählungen waren ja Vertreter der Demokraten und der Republikaner anwesend. Immer geradeaus. Und dann nur vom Betrug zu reden, das ist schon ein ziemlich starkes Stück. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Wo muss ich denn jetzt hin? Ach, da muss ich. Ja, dann würde ich das einfach mal. Muss da eigentlich hin, ja gut, okay, dann werde ich es mal machen. Aber hier werde ich dann gucken, dass ich erstmal biege nach rechts ab. Okay, lass uns eine neue Route finden. Okay.
jetzt sind wir wieder mehr. Kann ich Licht auch wieder ausmachen? Immer geradeaus. Immer geradeaus. Ich glaube, ich muss darüber. Ach Gott, ich mache hier einen Scheiß an der Mann an. Immer geradeaus. Und dann wäre ich schon längst meinen Führerschein los. Naja, auf jeden Fall ist das ein ziemlich starkes Stück, was er da sich hier geleistet hat. Und dann sitzt er da in einem Oval Office, denke ich mal, und so ein Trollen. Schreibt einen Tweet nach dem anderen. Das ist echt unglaublich, was er da macht. Meiner Meinung nach ist der von vornherein schon eine Fehlbesetzung gewesen. Den hätten sie das gar nicht zur Präsidenten zu immer geradeaus zur Präsidentenwahl zulassen dürfen. Das ist schon heftig, was da abgelaufen ist. Küche, die kocht natürlich. So eine Melania, die will sich wohl den Gerüchten zufolge nach dem Auszug aus dem Weißen Haus von ihm scheiden lassen. Ihm erwartet ihn erwartet dann letztendlich eine Prozesslawine, sobald er das Präsidentenamt verliert. Allein was die Deutsche Bank ihm an Geld geliehen hat, das wollen die alle wieder haben. Das geht in die Millionen. Und da werden jetzt demnächst
mit dem nächsten jetzt wohl endlich ist an Schulden fällig. Hier da bedienen muss. Rechts halten und dann bleiben Sie immer geradeaus. Immer geradeaus. Das wird auf jeden Fall nur lustig. Rechts halten und dann bleiben Sie immer geradeaus. Na gut, ich weiß. Immer geradeaus. Ich weiß jetzt nicht, wie das in den USA ist mit diesem Rechtssystem. Rechts halten und dann bleiben Sie immer geradeaus. Ups, ich habe mir ein Auto im Weg. Immer geradeaus. Oftmals ist es doch so, dass Leute, die Geld haben, meist nicht lange im Knast bleiben oder meistens eine relativ geringe Strafe kriegen. Ja, so sind nun mal die Richter. Ich weiß nicht, wie es in den USA läuft, keine Ahnung. Vor allen Dingen, was solche Sachen betrifft. Mord und Totschlag ist die eine Geschichte, ist klar. Aber wenn es um finanzielle Dinge geht. Biege nach rechts ab. Moment, ich muss hier runter. Aber mein Weg. Aber mein Weg. Ein Stoppschild im Weg. Mann! Sieht doch ja alles um hier, ich weiß auch nicht. Heute ist nicht mein Tag. Heute ist absolut nicht mein Tag. Ich fahre hier kreuz und quer durch die Blende. Uphill. 25, die reicht wahrscheinlich noch nicht mal hier. Das Berge. Aber nicht schlecht gemacht hier, also muss man ganz ehrlich sagen, hier haben wir was einfallen lassen. Ach, guck mal hier mit Fels vorsprüngen. Naja, auf jeden Fall. Der am 20. ist auf jeden Fall Biden hoffentlich Präsident, wenn nicht irgendwas dazwischen kommt. Trump hat ja seinen Verteidigungsminister entlassen und ihn durch entsprechende Leute, die ihm gesonnen sind, ersetzt. Das gleiche dann auch im Pentagon, so wie ich gehört habe.
da sind das wohl Leute, die irgendwann mit irgendwie was mit Atomwaffen zu tun haben. Da könnte man sich jetzt einen Reim draus machen. Ups, jetzt haben wir ja. Ja. Da könnte man sich jetzt einen Reim draus machen, inwiefern da irgendwas im Busch ist, sage ich jetzt mal. So genau wissen wir es jetzt nicht. Aber man wird es sehen. Aber Joe Biden will ja unbeeindruckt deswegen erstmal weitermachen und schön. Boah, Mama mia. Haben die gut hingekriegt hier. Endlich, wir sind da. Er will auf jeden Fall erstmal das so weit hinkriegen, dass er dann Leute da zusammen hat und sein Programm zusammen hat. Was dann kommt, wissen wir nicht. Keine Ahnung. So, ich gehe mal auf Nummer sicher. Bestätigen. Dann muss ich jetzt hier rechts rum. Das hat nicht so ganz hingehauen. Da muss ich jetzt mal gucken, dass ich noch ein bisschen. So. Also, wie schon gesagt, bin mal gespannt, was das alles noch wird. Ich weiß es selber nicht. Hellsehen kann ich auch nicht. Und mit der Corona-Pandemie da. Wann die das
erste Mal jetzt impfen können oder auch nicht, das wissen wir alles nicht. Steht alles noch in der Schwebe. Und ich vermute mal, dass auch erstmal nur das Klinikpersonal und wichtige Leute da, die den Laden am Laufen halten, halt eben dann geimpft werden können. Und dann werden wir weitersehen, wie das jetzt so läuft. Weil es ist ja eine ziemlich logistische Angelegenheit. So. Und ansonsten würde ich sagen, ach so, ja richtig, also dieses DLC von SCS Colorado, das kriegt man momentan bei Steam noch für 11,99 irgendwas in der Kante, also relativ günstig. Und also was ich jetzt hier so sehe, prima. Ja gut. Also ich find's toll. Ich weiß nicht, wie ihr es seht, also ich doch schön. Ansonsten mache ich mal die Biege, die Flitze hier. Ich wünsche euch noch was. Bis zum nächsten Mal und bleibt mir gesund. Wünsche ich euch. Danke.